Es geht abwärts für die Aktienmärkte, vor allem an der Wall Street. Und der steigende Dollar ist der Stresssymptom dieser Märkte, die wir derzeit erleben. Warum geht es bergab? Das versuche ich in diesem Video mal kurz darzustellen, was da eigentlich jetzt zusammenkommt. Hier sehen wir, was vielleicht jetzt im kurzen Zeitfenster das Wichtigste ist. Stimulus ist nicht, man ist abgereist aus Washington, nämlich die Abgeordneten der Republikaner und der Demokraten. Man wird erst nach der Wahl, wenn überhaupt, wiederkommen, mancher vielleicht nicht mehr, weil er dann aus dem Parlament geflogen ist. Jedenfalls ist jetzt im Prinzip die Hoffnung zunichte, dass es diesen Stimulus gibt. Das aber hatten die Aktienmärkte ein Stück weit eingepreist. Goldman Sachs jetzt dann mit einer Korrektur seiner BIP-Erwartung für das vierte Quartal von +6 auf +3%. Also man sieht, das kostet wohl im vierten Quartal 3% Wachstum. Das ist eine Menge Holz und das müssen die Aktienmärkte ein Stück weit einpreisen. Und was jetzt noch dazu kommt, das sind die Aussagen der Fed, die gestern in Gestalt von Jerome Powell gesagt hat, we've done basically all the things we can think of. Wir haben also praktisch alles gemacht, über was man überhaupt nachdenken kann. Aber das Problem heißt, jetzt haben wir nichts mehr im Köcher. Wir haben fertig sozusagen und es ist nun der Ball an die Politik zurückgegeben seitens der Fed. Das ist genau das Problem. Aber die Politik liefert nicht. Die Fed liefert auch nichts mehr und das ist natürlich jetzt für die Märkte eine blöde Konstellation, denn natürlich wird die Fed vielleicht nochmal versuchen einzugreifen, wenn wir hier Chaos, Panik am Markt sehen würden, aber dazu muss eben noch viel passieren. Wir sind ja immer noch auf sehr, sehr hohen Niveaus. Es muss sehr, sehr viel passieren. Es könnte nochmal 20-30% runtergehen, bevor die Fed sozusagen ihr Sicherheitsnetz wieder aufspannt. Aber diese 20-30%, die sind natürlich eine Menge Holz. Das werden viele nicht überleben finanziell, wenn es nochmal einen solchen Crash gäbe. Und das ist sozusagen jetzt die Reaktion darauf der Märkte, dass man eigentlich diesen Stimulus bereits eingepreist hatte, dass man geglaubt hatte, bis zur letzten Fed-Sitzung, als Paul eben auch klar gemacht hat, wir haben fertig. Hat man ja gehofft, okay, wenn dieser Stimulus nicht kommt, dann haben wir als Ass im Ärmel eben die Fed noch als sozusagen Ersatzspieler, der dann aufs Feld kommen kann, um den fehlenden Stimulus auszugleichen. Aber diese Karte ist jetzt auch erstmal weg. Also das ist sozusagen jetzt die enttäuschte Erwartung, die dazu führt, dass wir jetzt hier dieses Problem haben. Und der Dollar wertet auf und das ist dann immer ein Stresssymptom. Jetzt bleibt den Märkten im Prinzip nur die unbegründete Vaccine Hope, das heißt die Hoffnung auf einen Impfstoff. Selbst vernünftige Leute wie Hendrik Leber sagen da Sachen, die mich wirklich erstaunen. Ja, im Dezember ist das Problem erledigt. Das wird nicht der Fall sein, schon weil wir wahrscheinlich Mutationen haben, weil es selbst beim Grippeimpfstoff ja nicht gelingt, eine wirklich gute Abdeckung zu erreichen, geschweige denn bei einem Coronavirus, wo die Menschheit es noch nie geschafft hat, ein Virus, einen Impfstoff zu entwickeln. Und wir forschen ja schon viele Jahre daran, jetzt natürlich verstärkt, aber das sind die Dinge, die der Markt sich so vorgestellt hat, dass dann das Problem schlagartig weg ist, halte ich für extremst unwahrscheinlich. Ist aber sozusagen noch vielleicht die letzte Trumpfkarte, die jetzt die Bullen in der Hand haben. Schauen wir uns mal an, was da jetzt gestern passiert ist, warum zum Beispiel Gold unter Druck ist, warum Silber jetzt sogar in einen Bärenmarkt getaucht ist. Über 20% geht es nach unten. Wir haben gestern jetzt einen deutlichen Anstieg der realen Renditen gesehen. Die sind immer noch sehr tief, sind immer noch negativ. Also die Renditen für Staatsanleihen, zum Beispiel der 10-jährigen US-Staatsanleihe, minus Inflation. Wir sehen jetzt einen Anstieg dieser realen Renditen und Gold reagiert sehr, sehr stark auf die realen Renditen, fast mehr noch als auf Dollarstärke, aber die Dollarstärke kommt noch dazu und wir sehen hier, dass erstaunlicherweise, jetzt wenn wir uns mal die maßgeblichen Gold-ETFs anschauen, hier von SPDR, der GLD oder von der IAU von iShares, also von BlackRock, dann sehen wir, dass hier diese ETFs ihre Goldbestände aufgebaut haben, was im Klartext heißt, dass die Leute weiter diese Gold-ETFs kaufen in den fallenden Kurs hinein. Das könnte dafür sprechen, dass wir da noch nicht fertig haben mit der Korrektur bei Gold. Wie schaut es jetzt mit dem Dollar aus, diesem Stresssymptom? Hier sehen wir, dass wir aus diesem Abwärtstrend ausgebrochen sind. Das konnte man sich ja kaum vorstellen angesichts der bärischen Haltung des Publikums gewissermaßen zum US-Dollar. Praktisch alle haben gesagt, das Ding wird fallen, weil die USA eben hoffnungslose Fiskalpolitik betreiben, sich extrem verschulden etc. Aber
Wir müssen eben immer sehen, der Dollar ist das Weltleitwährungssystem und hier ist praktisch ein Indikator für Stress zu sehen, weniger als ein Indikator für die unsolide Haushaltspolitik, wie ich schon mehrfach gesagt hatte. Jetzt haben wir in den letzten 4 Handelstagen die größte Aufwertung des Dollars seit den Turbulenzen im März, also seit dem Hochpunkt der Corona-Krise. Daran sieht man schon, dass da was im Busch ist. Vielleicht könnten wir jetzt kurzfristig ein bisschen pausieren, denn wir sind an einem wichtigen Fibonacci-Retracement, jetzt am 23.8er-Retracement, sind aber aus diesem Abwärtstrendkanal ausgebrochen, sind nochmal runtergelaufen auf diesen von oben kommt auf diesen Abwärtstrendkanal, wie Sie hier sehen, und dann wieder nach oben. Das heißt, wir haben hier eine bestätigte Formation, das ist Dollar positiv, aber es kann partiell dann eben auch mal sozusagen Pausen geben in dieser Dollaraufwertung. Was wir hier sehen, meine Damen und Herren, das ist der Nasdaq 100 und hier sehen wir die Drawdowns, also die Rücksetzer, die Minusse, die in den Tagen seit dem Tief am 23. März entstanden sind. Und wir sehen hier eine auffällige Häufung jetzt im September, der ja ohnehin ein statistisch schlechter Monat ist. Wir haben ohnehin diese Woche saisonal sehr, sehr schlecht nach dem Septemberverfall. Ich hatte das mehrfach gesagt. Und wir haben gestern versucht, zunächst mal in dieser Freude noch, in dieser Turnaround-Dienstag-Stimmung an die 50er-Tagesdurchschnittslinie ranzulaufen. Da ist man hingelaufen, ist da gescheitert. Und jetzt könnte es eben dann auch zum 200-Tagesdurchschnitt gehen. Da wären noch, so 10-11% Platz. Muss alles nicht passieren, kann aber passieren. Man hat natürlich ein relativ hohes Fallpotenzial jetzt aufgebaut durch diese massive Rallye und nach wie vor ist es so, dass wir, wenn wir überhaupt eine Chance, eine Erholung haben, dann wahrscheinlich im außeramerikanischen Markt, also nach und vor Kassa oder nach Kassaschluss oder vor Kassaeröffnung an der Wall Street, sprich im europäischen oder im asiatischen Handel, da besteht vielleicht eine Chance, denn es ist signifikant, wenn man zum Beispiel jetzt gekauft hätte nach Börsenschluss an der Wall Street und dann verkauft hätte zum Börsenbeginn am nächsten Tag, dann hätte man sehr, sehr viel besser performt, als wenn man das Gegenteil gemacht hätte. Schauen wir uns noch ein paar interessante Nachrichten an. Tesla verklagt wirklich jetzt die US-Regierung, allerdings BMW, Mercedes etc. auch dabei. Bei Tesla interessant, dass man ja sehr, sehr viel sozusagen von Regierungen respektive Bundesstaaten sehr, sehr viel Geld bekommt, diese Emissionszertifikate ja verkaufen kann, sonst würde man sowieso Minus schreiben, aber gestern ein unerfreulicher Tag für Tesla-Aktionäre, zumal ja dann deren Netzwerke ausgefallen sind. Das heißt, viele Leute konnten ihr Auto nicht mehr nutzen, weil sie es schlichtweg nicht öffnen konnten. Das ist sozusagen das Problem, das wir jetzt mit elektronischen Autos haben werden. Und verklagen ist hier das Stichwort auch in Sachen TikTok. Die hat jetzt auch versucht, gegen diese Maßnahmen der US-Regierung zu klagen. Was wir insgesamt sehen, ist eine Verschärfung der Tonlage der Chinesen. Wenn Sie chinesische Medien sich ein bisschen anschauen, wie die Global Times, dann sehen Sie Karikaturen von Pompeo, von Trump, die sozusagen von offiziellen Stellen in soziale Medien rein gepusht werden. Da sieht man sich jetzt in einer Position der Stärke und sagt sich, nee Jungs, also das ist ja wirklich das allerletzte, wenn ihr uns praktisch hier enteignet, TikTok mehr oder weniger zwangsverkauft werden muss, das geht gar nicht und das eröffnet natürlich auch ein Potenzial möglicherweise, wie die Chinesen mit amerikanischen Firmen umgehen. Jedenfalls sieht man das als Raub, als Enteignung und da hat man ja nicht ganz Unrecht. Das ist natürlich eine Überschreitung einer Grenze, die vielleicht sogar ja, maßgeblicher ist, als das, was mit Huawei passiert, denn da versuchen die Amerikaner natürlich die Tür zuzumachen, dass die nicht nach Europa noch stärker reinkommen, nicht in Länder, die mit den USA verbündet sind, irgendwie ihre Netzwerke platzieren können. Aber hier handelt es sich bei TikTok eben faktisch um eine Enteignung und das ist indiskutabel. Die Tonlage verschärft sich, die ganze Geschichte um Taiwan verschärft sich. Das darf man nicht vergessen. Das ist sozusagen etwas, was jetzt noch oben drauf kommt. Was haben wir noch? Wir haben heute Zahlen von Deutschland, der IFO-Index. Hier sehen wir diesen IFO-Index. Ich hoffe, dass Sie die letzten Balken auch richtig sehen. Ich verschiebe es mal ganz elegant. Da sehen wir, dass wir ja eine aufsteigende Tendenz haben, was die deutsche Wirtschaft an Zahlen bringt. Gestern hatten wir allerdings einen kleinen Rücksetzer, zumindest was die Dienstleistungen betrifft. Denn da hatten wir den Einkaufsmanager-Index hier ja gesehen für
den September, da waren die Dienstleister sogar negativ, sind also geschrumpft, während das Gewerbe deutlich gestiegen ist. Das hat ja zunächst mal den DAX noch nach oben geführt. Da ging es dann auch mit den US Futures nach oben. Aber dann war eben auch bald wieder Schluss mit der Party, sobald die Wall Street dann eröffnet. Das scheint das Muster zu sein. Okay, lange Rede, ganz kurzer Sinn. Wir haben die Situation, dass wir eben jetzt diesen Stimulus nicht mehr bekommen. Das scheint klar, damit ist sozusagen diese Hoffnung weg. Die Fed hat gesagt, okay, wir machen nicht mehr. Damit ist auch diese Hoffnung weg. Jetzt bleibt nur noch Impfstoff. Hoffnung, um sozusagen da ein Kaninchen aus dem Hut zu zaubern. Das ist derzeit das Problem. Dazu diese Saisonalität, die derzeit ungünstig ist. Und das Stresssymptom Dollar. Allerdings könnte hier bald eine Pause anstehen, wenn wir dieses Fibonacci Retracement bei 23,8% erreichen werden. Das ist die Konstellation. Ich denke, Erholungen, Rallies sind gute Verkaufsgelegenheiten und sage Servus und Ciao.